Seid ihr einfach nur eine Spielgruppe? Oder macht ihr das sogar fast schon professionell? Oder streamt ihr eure Sachen sogar? Oder seid ihr einfach kreativ und wollt mit anderen Leuten zusammen eure Kreativität weiterbringen? Dann habe ich für euch ein paar Ideen. Die zeige ich euch nach dem Intro. Also bis gleich. Hallo, mein Name ist Martin von D20 Sounds und heute geht es um ein Tool, was oft falsch angewendet wird, nämlich das Brainstorming. Und ich erkläre euch, warum es falsch angewendet wird und worauf es ankommt und wie ihr es am besten durchführt, dass wirklich es tolle Ergebnisse gibt. Ihr könnt das anwenden von der Kampagnenerschaffung bis zur Spielewelterschaffung, bis zur kreativen Zusammensetzung eurer Gruppe, um gute Ergebnisse zu erreichen. Das ist wirklich ein tolles Tool. Wie gesagt, man lernt es oft in der Schule falsch und ich habe, glaube ich, noch ein paar gute Tipps, wie es besser geht. Ja, was ist denn überhaupt das Problem beim Brainstorming? Das ist doch eigentlich ein gutes Ding. Naja, meistens ist es so, dass man das dann macht und dann wird es irgendwie so halb gar und irgendwie kommt nichts Vernünftiges bei rum und nachher schmeißt man die Ergebnisse weg. Und dafür gibt es eine Erklärung. Unser Gehirn ist so eingestellt, dass es produziert, wenn es produziert. Und wenn es dann aber kritisiert wird, dann ist es vorbei mit dem Produzieren, beziehungsweise dann wird dieser Prozess unterbrochen. Das heißt, wir müssen die verschiedenen Ebenen so von einem kreativen Prozess voneinander trennen. Das hat auch schon Disney gemacht, wie man weiß. Man sagt, er hat für jeden kreativen Prozess ein Zimmer gehabt. Das braucht ihr nicht, obwohl es auch nicht schlecht ist, die Sachen so auch räumlich voneinander zu trennen. Das hilft auf jeden Fall dabei. Das ist eine unterstützende Methode. Aber wichtig ist, wenn ihr anfangen wollt, was zu produzieren, dass ihr euch aufs Produzieren von Ideen einstellt. Also für das eigentliche Brainstorming. Und also wenn ihr zum Beispiel ein Spielleiter seid und mit eurer Gruppe gerne ein Abenteuer erstellen wollt oder eine Kampagne, weil ihr das schon genießt, mit denen zusammenzuarbeiten, weil ihr schon im Spiel immer merkt, ihr nutzt ganz gerne den Input der anderen und das für eine tolle Idee haltet, ich halte das übrigens auch für eine tolle Idee, dann könnt ihr auch dieses Brainstorming zusammen machen. Und dann geht es erstmal darum, als ersten Punkt zu bestimmen, wer der Moderator ist. Das ist jemand, der zum Beispiel alles aufschreibt, aber auch der so dafür sorgt, dass jeder gehört wird, dass der Ton vielleicht gut ist, der dafür sorgt, dass die Atmosphäre für die ganze Geschichte in einer guten Stimmung passiert. Also überlegt euch, wer in eurer Gruppe als Moderator am besten geeignet ist. Jemand, der üblicherweise die Wogen glättet und der aber trotzdem gut strukturiert ist. Das zweite ist, ihr solltet euch auf jeden Fall einen Fokus setzen. Also einen Punkt setzen, wo ihr sagt, hier wollen wir jetzt drauf schauen. Also wie soll unser nächstes Abenteuer aussehen? Was soll in unserer nächsten Welt vorkommen? Worum soll unsere Kampagne sich drehen? Nehmen wir mal das dritte. Worum soll sich die Kampagne drehen? Was sollen so ein paar Fokuspunkte sein? Und diese Fokuspunkte, die könnt ihr jetzt in einem Brainstorming anfangen zu machen. Und dabei ist es wichtig, jetzt wirklich erstmal, das habe ich schon erwähnt, auf Produktion zu gehen. Das heißt, wichtig für euch ist, und da erinnert bitte als Moderator euch eure Leute dran, es gibt keine schlechten Vorschläge. Es gibt kein schlechtes Brainstorming. Es wird nicht gewertet, sondern es kommt erst einmal alles raus. Der Vorteil ist davon, selbst die dümmste Idee kann bei jemandem anderen irgendwas anstoßen, was eine tolle Idee hervorbringt. Ja? Deswegen nehmt alles mit ins Boot, schreibt alles auf und versucht, alles zusammenzubringen. Dann setzt ihr euch hin. Dann setzt ihr euch hin an den Tisch, nehmt euch ein bisschen Zeit, was zu schreiben. Und ihr als Moderator schreibt alles auf und sagt, geht den Start und den Endpunkt, guckt gut,
Achtet darauf, dass nicht gewertet wird, dass alle zu Wort kommen. Manche brauchen etwas länger, aber manche sind etwas schneller. Versucht irgendwie, dass ihr eine Balance herstellen könnt zwischen allen, dass es allen Spaß macht, dass sich jeder auch ja, wertvoll fühlt in der Gruppe und jeder was an Input geben kann. Und wenn einer gar nichts sagt, dann fordert ihn mal auf und nehmt ihn raus. Und ansonsten geht es jetzt los. Produktion. Also, was soll der Fokus unserer Kampagne sein? Wo soll es in unserer Kampagne rumgehen? Ihr startet die Zeit und ihr schreibt auf. Es wird nichts gewertet, es geht einfach los. Und ihr werdet merken, dass Sachen sich gegenseitig beeinflussen. Holt euch ein großes Blatt, einen großen Zettel und schreibt alles auf und lasst die Sachen sichtbar für alle da stehen. Denn Sachen, die genannt werden, stoßen andere Sachen an, das habe ich ja schon erwähnt. Und man ist nicht immer so weit, dass man sofort auf die Ideen des anderen eingeht, sondern manchmal muss man seinen Gedanken zu Ende bringen und dann ist es schön, wenn man den anderen Gedanken nochmal da stehen hat und nochmal kurz aufs Papier gucken kann und sich überlegen kann, ja, was ist jetzt gerade gesagt worden? Ah ja, okay, ach stimmt, dazu hatte ich eine Idee, genau, und dann kann ich die reingeben. Und so entsteht ein großes Blatt, auf dem wird viel Blödsinn stehen und das ist okay so. Also genießt es, dass einfach viel Kram dabei rausguckt. Wir haben einfach mal einen Bandnamen gesucht irgendwann und haben Brainstorming gemacht. Da stand natürlich 99% Mist drauf. Aber wenn ihr die eine zündende Idee habt aus diesem Brainstorming, worum es in der Kampagne gehen soll, also sowas wie ein, was ist das Ziel, worum soll es im Endeffekt gehen oder was ist das Hauptthema, dann ist das schon ein gutes Ding. Und wenn dann ihr sagen könnt, okay, Bandname einigt man sich ja sowieso auf einen, aber wenn ihr sagen könnt, okay, ja, aber diese Themen, die da noch genannt wurden, ne, die Orks am Wegrand und die Banditen und die wohlhabende Stadt und die arme Stadt, meinetwegen, um nur irgendwas zu sagen, die können wir auch mit reinnehmen. Also Konkurrenz zweier Städte, ja, Orks gegen Banditen oder mit Banditen, gibt es da Bündnisse? Und das sind ja Sachen, die müsst ihr ja noch gar nicht alle ausarbeiten, aber ihr müsst an der Stelle gucken, wo seid ihr und was ist jetzt gerade wichtig und was schreibt ihr auf, also was bleibt auf der Liste. Als nächster Punkt ist es wichtig, dass ihr euch überlegt, ja, hat jetzt jeder was gesagt, passt es auch allen, stimmt das ab? Schaut euch um, guckt in Gesichter und guckt, ob die Enttäuschung ist oder ob da bei allen ein breites Grinsen ist, weil es sollte natürlich so sein, dass im Endeffekt alle was davon haben. Ja? Also es soll für alle schön sein, es soll für alle so sein, dass sie denken, okay, wir haben diese Welt gemeinsam geschaffen. Und dann glaube ich, wenn auch alle gehört werden, ist es für euch so, dass es im Endeffekt ein tolles Ergebnis geben wird. So, und wenn ihr jetzt tatsächlich irgendwas macht, was jetzt nicht nur, obwohl das ja auch aufwendig ist, ich will das auch gar nicht abwerten, aber was nicht nur für euch ist, sondern auch vielleicht noch für jemand anderen, also für einen Kunden, für ein Publikum, dann solltet ihr euch nochmal danach nochmal dran setzen und überlegen, ob das, was ihr euch ausgedacht habt, auch für jemand anderen interessant ist. Da müsst ihr auch nochmal den Stuhl wechseln, im Prinzip den Stuhl des Produzenten. Also lohnt sich das? Kann ich damit später Geld verdienen oder kann ich damit ein Publikum erreichen? Ja, Geld verdienen ist ja oft gar nicht so der wichtigste Schritt, aber wenn man streamt, möchte man ja auch Leute haben, die sich das anschauen. Genau, ich jetzt versuche, Content für euch zu finden, der irgendjemand interessiert. Und von daher solltet ihr versuchen, da nochmal zu gucken, euch versuchen, in andere Personen reinzusetzen oder einfach mal andere Leute fragen, die aus der Szene sind, wenn es um Rollenspiele geht. Ja, wir haben übrigens das und das überlegt. Wie findet ihr das? Und dann sagen die entweder, ja, finden wir super oder, ach, hab tausendmal gehört. Tausendmal gehört wollen wir natürlich nicht haben. Ich denke, bei einem Brainstorming, wenn es richtig durchgeführt wird, kommen tolle neue Ideen, gerade wenn ihr schon eine Weile gespielt habt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Methode und ja, bleibt gesund, bleibt munter und habt Spaß im Leben. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.